Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima 6. Wir haben es geschafft, wir sind beim Schrein und den umgibt eine Barriere, genau wie die andere. Aber hier haben wir alle Zeit der Welt zu versuchen, die hier wegzumachen und wir haben sogar noch Ressourcen übrig dafür. Mit dem Feld hier. Poisonfeld. So. Perfekt. Dann hätte ich gesagt, reden wir doch gleich mal mit dieser Statue. Das ist Exodus. Exodus war der Hauptgegner in Ultima 3. Und zwar war das das Kind von Mondane und Minax. Das auf magische und wissenschaftliche Basis basiert hat oder so irgendwie. Mittels der vier Karten und ein Trick, okay. Ja, eine Maschine, eine magische Maschine eigentlich. Okay, Exodus, sein Beruf. Ja, das kennen wir ja schon. Eine ständige Erinnerung an das Prinzip des Fleißes. Einmal eine mächtige, dämonische Maschine. Fleiß war die Essenz meiner Seele. Kalter, unentwegter Fleiß auf meinem Weg zur Eroberung. Diese Konzentration auf dem Weg ließ mich jedoch mein eigentliches Ziel vergessen. Fleiß ohne Ziel aber ist ebenso sinnlos wie ein Ziel ohne Fleiß. Die Mittel können die Ziele nicht ersetzen oder Fleiß nicht das Ziel. Die Gargoyles verstehen Fleiß. Ihre Gesellschaft fußt auf sorgsamen und unentwegter Führung der Schwachen. So, dann das Mantra des Fleißes lernen. Das ist Us. So, das zweite Mantra. Us. So, ich kann euch nichts weiter lehren. Perfekt. Tempel der Singularität, Exodus Geist, nannte mir das Mantra des Fleißes. Sehr schön. Dann gehen wir wieder zu Lord British in den Thronsaal und dort soll er uns mal wieder heilen und dann holen wir uns Ressourcen, weil die sind nämlich ausgegangen, eine komplett und die andere ist auch schon relativ wenig, die anderen sind alle noch, ja, die sind noch in Ordnung einigermaßen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das holen können. Ich dachte, wir gehen nach Korf, weil das sollte da am einfachsten sein. Und es ist am Morgen schon wieder. Dann lasst uns vielleicht noch... Oh, wie viel? 4 Stunden oder so schlafen? Ich glaube 4 Stunden. Sagen wir 5 Stunden. 5 Stunden Schlaf, das sollte in Ordnung sein. Sofern wir natürlich hier reinkommen. Hallo, danke schön. Fünf Stunden. Ja, ich hoffe, das macht nichts aus, weil die anderen noch vergiftet sind. Das wäre mehr als ärgerlich, wenn die dabei sterben würden. Muss ich tatsächlich noch eine Heilpeusche nehmen. Also so eine Entgiftungspeusche. Naja, aber sie scheinen alles überlebt zu haben. Ja, gut. Sehr schön. Dann mal auf zu Lord British. Und dann schauen wir mal, dass wir neue Ressourcen bekommen. Wie gesagt, der Plan steht ja schon. So. Wir brauchen noch einmal eine Heilung. Dankeschön. Und jetzt lasst uns nach Kopf gehen. Wo haben wir's? Da haben wir's. Das war des Schreins des...
Mitgefühls, glaube ich, war das, richtig? Da es auch der nächste Tag angebrochen ist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Obwohl, der schläft, glaube ich, relativ lang, kann es sein? Ist ja egal. Wenn ich verschnelle, machen wir wieder die Zeit schneller und warten dann dort. So. Und uns fehlt nur noch ein einziger Schrein. Und danach können wir wieder zum Tempel der Singularität zurück. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann bekommen wir vielleicht Zugang zum Kodex. Das wäre wirklich nicht schlecht. Okay, immer weiter geradeaus. Garabre, der Verkäufer, wäre auch noch in Ordnung. Der in Schuh halbwegs noch. Da gibt zwar viel. Aber, ja. Am schwierigsten wäre der in Lyceum, glaube ich, weil das ist doch sehr, sehr weit weg. Ja, hoffen wir mal, dass der gescheite Ressourcen hat. Reagenzien hat. So, jetzt schläft er noch. Ja, habe ich doch gesagt, das ist ein Langschläfer. Ah, komm schon, steh auf. Wahrscheinlich um 12, oder? Ja. So, lasst uns mal ein wenig Sachen kaufen. So, was haben wir da? Nightshade, Spindings, Blutmoos, Garlic. Da haben wir Garlic, das ist gut. Und da haben wir Ginseng. Haben wir auch sonst noch ein 100er Packen Ginseng? Ja, haben wir. Dann holen wir da nochmal welche und dann nochmal welche. Wir haben ja genug Zeug da. So, wie sieht es dann sonst noch aus? Von denen haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Blutmoos holen wir uns auch nochmal ein bisschen. Ach, da holen wir uns auch nochmal einen 100er Stapel. Kommt, lass uns auch noch einen 100er Stapel holen. Kostet ja nichts. Naja, kostet schon was, aber ich glaube, das war's dann auch, was wir hier so relativ... Doch, Asche noch. Nee, Asche haben wir gerade geholt. Ja, ich würde sagen, das war's. Dankeschön. So. 300. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Mantrake ist ein bisschen wenig jetzt noch und die schwarze Perle, aber naja, das passt. So, dann geht es wieder zurück ins Gargoyles Regierungsviertel. Sehr schön, dass wir jetzt auch wieder endlich ein bisschen heilen können und so weiter. Ich glaube, das beim ersten Schrein. Schrein der Leidenschaft. Ich glaube, das hat uns extrem viel Ressourcen gekostet, diese ganze Heilung. Ich glaube, das war es wahrscheinlich. So, der zweite Teleporter, der dritte Teleporter ist ein klein wenig versteckt. Da müssen wir in die Berge hoch. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ich weiß nämlich nicht genau, wo wir lang müssen. Ob wir hier innen drin hochkommen oder... Nun ja. Oder ob wir von ganz von außen durch müssen. So, das sollte ja das Haus von unserem kleinen Begleiter sein. Und das heißt, da hinten müsste eigentlich... Guck mal, da geht es tatsächlich hoch. Dann gehen wir da mal hoch. Ich glaube, da oben müsste es sein. Auch wieder so eine Suchaufgabe, um diesen Teleporter zu finden. Oh,
was willst du, Rater? Hoppla. Ich stehe noch auf Zaubern. Das wollte ich natürlich nicht. So, wo müssen wir jetzt lang? Eine gute Frage. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Müssen wir hier weiter? Vielleicht? Sieht aber fast... Ah, nochmal ein Wolf. Sieht aber fast nicht danach aus. Ja, da lebt noch. Nee, das sieht nicht danach aus. Okay. Na, guck, da oben ist er. Da ist er. Da müssen wir jetzt nur irgendwie da hochkommen. Da ging es jedenfalls nicht hoch. Dann schauen wir mal, ob wir... Da geht's hoch. Das sieht doch ganz gut aus. Wieso stehen wir eigentlich als mit Poison hier drin? Ach, übrigens, ich habe das Ding hier wieder eingeschaltet gekriegt. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen gehabt. Ich habe die Taste gefunden, wie man das hier ein- und ausschaltet. So. Aber ich glaube, das habt ihr ja schon gesehen. Nehme ich jedenfalls doch mal sehr stark an. Ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Spur. Hier gibt es nämlich wieder Gegner. Ja, und gar nicht mal so wenig. So. Wie sieht es eigentlich leveltechnisch aus? Einfach mal Interesse halber. Okay, immer noch nicht genug für Stufe 8. Aber du könntest auf Stufe 4 gehen. Aber nicht jetzt, ehrlich gesagt. Das ist mal ein Hase. Okay. Ja, und da drüben ist der Teleporter. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ob das nochmal genauso schwierig ist oder so ein Labyrinth ist wie beim anderen. Oder ob wir erstmal auf so eine Island kommen und noch einen weiteren Teleporter finden müssen. Okay. Ah, guck mal. Mundane, okay, das war klar. Das ist tatsächlich so, dass wir hier ihn sogar schon sehen und wir müssen gar nicht mehr hinkommen. Wie sieht es denn hier aus? Hm. Ja gut. Dann schauen wir mal. Ich habe wieder eine Karte, wie es aussieht. Beginnt das Schreins der Kontrolle zu sein. Ort des großen Eises, ein großer Gefahren zu suchen, schreien. Schnell und vorsichtig, okay. Das ist wieder im Kompendium drin, denke ich mal. Dann gehen wir hier nach Norden. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Das heißt, irgendwo ist ein Eiswurm drin. Ich sehe noch gar keinen. So, laut meiner Karte sollten wir jetzt hier abbiegen. Und hier auch weiter geradeaus gehen. Das Ding kriegen wir kaputt, oder? Ja, das wird zum Beispiel jetzt angezeigt, dass man es kaputt kriegt. Anders als diese komischen Knochen im Dings. Und das finde ich echt blöd gewesen, dass es auch nicht angezeigt worden ist, dass da was kaputt zu machen ist. Ganz ehrlich gesagt, ja, okay. Da werde ich wahrscheinlich noch nicht drüber. Da komme ich einfach im Moment noch nicht drüber. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier lang. Okay, hier speichern wir nochmal. Und jetzt kommen wir in einer relativ großen Passage. Wo wir wieder raus, wo wir jetzt lang müssen, wie es aussieht. Soweit, so gut. Ein
wieder einen Drache zu bekämpfen. So ein blauer Drache, so ein Frostdrache. Das sollte uns keine Probleme machen. Hat es auch nicht. Gut. Gut, gut. Soweit sind wir noch auf dem richtigen Pfad. Wir gehen weiter nach Süden. Hoppala, das wollte ich jetzt auch nicht machen. Ist nur die Frage, finde ich den richtigen Ausgang? Gibt es überhaupt mehrere Ausgänge oder auch nicht? Eigentlich ist es ja schon fast so dunkel, dass ich Licht machen könnte. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach mal. Sieht doch schon besser aus. So. Hier sind wir jetzt wieder draußen aus dieser kleinen Höhle. Aber weiter kommen wir hier auch nicht. Das heißt, wir müssen weitergehen. Oh, heißt das hier, müssen wir runter? Sieht fast danach aus. Es ist wie bei der Lava. Okay. Und wie es aussieht, ich speichere nochmal. Wie es aussieht, bekommen wir hier auch hier Schaden. Genauso wie im anderen, je nachdem. Und dann müssen wir rübergehen, da wo der Schrein gewesen ist. Also im Großen und Ganzen genauso. Ja, hier ist es doch. So. Oh. Avatar, etwas Seltsames scheint uns den Weg zu versperren. Wir sollten vorsichtig sein. Gut. Na, guck mal. Und hier kriegt die Knochen ist auch wieder so eine Anzeige. Energiefeld, lass uns das mal wegmachen. Also, dass beim anderen keine solche Anzeige war, dass man die Dinger ja kaputt macht, das fand ich ziemlich assi, ehrlich gesagt. Hier werden sie angezeigt, aber da drüben nicht und, naja. Ich reg mich immer noch drüber auf, aber was soll's. So, dann lasst uns mal... Ah. Oh. Ja, hier gibt es, glaube ich, eine unsichtbare Barriere. Hallo? So, dankeschön. Und jetzt noch den hier. Das ist so eine Art unsichtbares Labyrinth. Ach, da drüben ist so ein Drache. Können wir den einfach ignorieren? Ich glaube, wir müssen nämlich außenrum hier laufen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich hoffe es jedenfalls. Sie ist anscheinend wieder... Ja, genau. Aber wir sind bei den der Statue. Müssten wir sie ansprechen können. Und dann erfahren wir wahrscheinlich das nächste Mantra. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.